Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lego Star Wars, die Skywalker-Sage. Erlaubt uns, euch zu eurem Quartier zu geleiten, Senatorin. Danke, Meister Kenobi, aber das wird nicht nötig sein. Ich brauche keine weiteren Wachen. Ich brauche Antworten. Ich möchte wissen, wer mich töten will. Wir sind hier, um euch zu beschützen, nicht um Nachforschungen anzustellen. Und wir wollen natürlich unsere Soldaten aufrüsten, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir sind weiter hier bei Episode 2. Wie hießen die nochmal? Wir werden herausfinden, wer dich töten. Genau, die Klonkriege. Nee, das verspreche ich dir. Wir werden unseren Auftrag der nicht Klone ausweiten, mein junger Padawan. Selbstverständlich dient es nur dem Zweck, sie zu schützen, Meister. Vielleicht werden ja allein durch eure Anwesenheit die Mysterien um diese Bedrohung gelüftet. Mysterien, ja, übertreibt man nicht. Du wirst wahrscheinlich auch nur von Kopfgeldjäger gejagt. Also, Partner, mach jetzt hier mal nicht so einen Aufstand. Komm runter, nimm dir eine Tasse Tee. Am besten Jasmin-Tee. Ist noch sehr weit, Meister? Langweilig, meine und Padmes Gesellschaft bereits, mein Padawan? Nein, natürlich nicht, Meister. Das habe ich damit nicht sagen wollen. Es ist nicht mehr weit. Meine Unterkunft liegt gleich da vorn. Also, mich langweilt es mir auch schon, dass ich euch die ganze Zeit hier verfolgen muss. Ich will da hinrennen. Wollen wir? Danke, dass ihr mich sicher hergebracht habt. Wenn ihr mich nun entschuldigen wollt, ich ziehe mich zurück. Ich dachte schon, sie sagt, ich ziehe mich aus. Da müssen wir mal kurz nachgucken. Also, Meda, du kannst jetzt nicht hier einfach wegrennen. Digga, da ist sie. Lass sie nicht entkommen. Und gut zielen, da sind überall Zivilisten. Wir halten sie auf, Meister. Das verspreche ich. Gut. Wenn wir also vorher nicht abstürzen würden, wäre das hilfreich. Meister, ihr müsst euch entspannen. Ich bin ein erstklassiger Pilot. Du musst noch viel lernen, mein junger Schüler. Und fliegen gehört definitiv dazu. Also, Podracer habe ich ja schon richtig gut gemacht. Also kann ich sowas auch gut. Würde jetzt Anakin wahrscheinlich sagen. So, Attentäter werden natürlich aufgespürt und zur Strecke gebracht. Hallo, ich mache irgendwie keinen Schaden mehr. Ich muss beschleunigen. Gib Gas, du scheiß Taxi. Hey, ich treffe gar nichts mehr. Jetzt aber, guck mal. Jawohl. Anakin, pass auf die Energiekupplung auf. Was für Energiekuppeln? Machen wir schon mal die Hälfte weg hier. Nur noch ein bisschen. Ach, er meint diese Wände hier. Da kann ich ja easy ausweichen. Hier kommt Feuer raus. Digga, wo sind wir, dass hier auf einmal Feuer rausstößt? Dum, 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 dum. Schau, wohin du schießt, Anakin. Ja, ich schieße gerne auch andere Leute ab. Das Ding muss doch schon am Arsch sein. Unser Taxi auch. Komm. Stirb doch jetzt endlich. Warte, nochmal ausweichen hier. Er sniped. Digga, aber da war ein Minikit. Egal. Digga, ich hab schon fünfmal getroffen. Hallo. Wir haben es fast geschafft. Ja, irgendwie will das nicht mehr. Hallo? Hä, ich schieße ihn doch fünfmal ab. Wieso erlingt er keinen Schaden mehr?
Vielleicht müssen wir irgendwie abwarten und dann passiert irgendwas. Weil bisher, wie gesagt, mache ich anscheinend keinen Schaden. Ah, jetzt! Jetzt, fahrt zur Hölle! Nicht aus den Augen verlieren, Anakin! Bin ich nun ein besserer Pilotmeister? Immerhin bin ich noch am Leben. Jetzt kann ich ihn wieder nicht abschießen. Wer gab dir den Auftrag? Es war ein Kopfgeldjäger namens... Ein vergifteter Pfeil. Da. Wir müssen uns aufteilen. Eskortiere Senatorin Amidala zurück nach Naboo. Dort ist sie sicher. Natürlich, Meister. R4, ich denke, du kannst mir bei etwas helfen. Wir brauchen Kartoffeln? Ich habe Säcke davon! Eiweißreich und gebraten, ey! Ein alter Freund im Diner um die Ecke weiß alles über solche Dinge. Sehen wir mal, ob ihm dieser Pfeil etwas sagt. Digga, sie ist ja komplett am Arsch. Okay, kann ich jetzt eigentlich noch Maul kaufen? Ich müsste jetzt genug haben. Guck mal, hier. Ne, 200 kostet der. Junge, Junge. Schade. Ach, guck mal, aber wir haben hier neue Charaktere sogar freigeschaltet. Okay, mir sind leider noch die Hände gebunden. Das finde ich schade. Dann begeben wir uns direkt mal zu dieser Bar. Blastervisiere, Blastersucher, Blasterschalldämpfer. Ich habe alles für einen Blaster, außer dem Blaster selbst. Aber ihr habt bereits einen, das sehe ich euch an. Ja, wir sind natürlich ganz im Untergrund von Coruscant. Korruption, genau. Korruption und Verbrechen, Tagesordnung. Pech hierauf. Okay. Hab ich einen Schrottsammler? Nee, hab ich nicht. Ja, nee, dann geht das hier auch nicht. Okay, reg dich nicht so auf. Ich mach ja so schnell ich kann. Das ist Dex. Mal sehen, wo das Problem liegt. Warum spricht er jetzt nicht? Du, hast du mich gerade erwischt? Wanda, meiner besten Kellnerin, ist eine Sicherung durchgebrochen. Und ich schaff's nicht, alle Kunden zu bedienen. Würdest du deinem alten Kumpel aushelfen und ein paar Bestellungen zu den richtigen Tischen bringen? Ich bring die alte Wanda wieder in Ordnung. Wenn wir fertig sind, gehöre ich ganz dir. Okay? Toll! Du musst einfach nur herausfinden, was die Kunden bestellt haben und ihnen dann das Richtige bringen. Wenn ein Druide das schafft, dann sicher auch ein Jedi. Okay. Ich bin kein Jedi-Ritter mehr, ich bin ein Jedi-Kellner. Muss ich die jetzt fragen? Was ist denn nun mit meiner 6-6-Schicht? 6-6-Schicht-Torte? Das sieht nach einer Torte aus. Perfekt. Vielen Dank. Ist denn eine Zick-Chick-Torte? Wo ist mein Shutter-Club-Sandwich? Shutter-Club-Sandwich? Warte mal. Da hätte ich jetzt auch Hunger auf ein Shutter-Club-Sandwich. Hier hast du ein Shutter-Club-Sandwich. Was willst es du? Es geht doch nichts über ein... Hast du Adresse? Warte mal kurz. So. Hier. Noch schön warm. Mein Ardis. Danke. Ardes. Ich glaube, es wäre fast schneller nach Naboo. Nunaschenkel. Warte. Nochmal Nunaschenkel. So. Du kannst mich auch gerne mal angucken, wenn ich hier dir was serviere. Sehr unhöflich von dir. Könnt ihr mir meine Photonenbrause bringen? Eine Photonenbrause? Ja. Oh, die ist aber echt am Blubbern und die sieht irgendwie ein bisschen giftig aus. Ja, hier. Besser spät als nie. Ja, das sagt man nicht jedes Mal. Haben alle ihre Bestellung erhalten? Ja. Klasse. Ich schulde dir was. Und Wanda auch.
war reichlich Arbeit nötig. Cosmo und Wanda. Worüber wollt ihr reden? Setzt euch. Bin gleich für euch da. Gut. Sag mir, was das ist. Was du hier hast, ist ein Kamino Saber Dart. Kamino, das kommt mir nicht bekannt vor. Liegt das in der Republik? Nein, nein, es ist hinter dem Outer Rim. Diese Kaminoaner bleiben gewöhnlich unter sich. Sie sind Kloner. Kloner? Nein, R4. Ich habe Kamino auf den üblichen Karten noch nicht bemerkt. Los, gehen wir zum Archiv. Mann, Kenobi, was machst du denn? Ich habe auch noch nie von Kamino gehört. Überprüfen wir die Koordinaten von Dex in den Jedi-Archiven. Mal sehen, ob wir mehr herausfinden können. Oh, hier gibt's diese geilen Speeder. Kann ich hier boosten? Ja, boost. Nein! Kann ich irgendwie aufsteigen? Mit dem Ding? Wir sind ein unabhängiges Droidentaxi. Keine App, kein Fahrer, kein... Doch, da. Nee, ich kann nicht aufstellen, okay. Ja, dann weiter. Mal los? Ja, ab ins Senats. Alles bereit. Gute Fahrt. Okay. Wie kommen wir denn bitte dorthin? Hä? Folge den Jedi-Archiven nach dem Planeten Tamino. Jetzt soll ich wieder mit dem Ding reisen? Okay. Müsst ihr quer über den Planeten? Steckt ein und streckt die Beine aus, oder? Jetzt soll ich zum Jedi-Tempel. Ja, zum Glück ging das Laden eigentlich nicht so lange. So, weiter geht's. Forscher in den Jedi-Archiven nach dem Planeten Kamino. Okay, ich finde krass, dass sie den Jedi-Tempel und das Senatsbezirk hier eingebaut haben. Boah, soll die Bibliothek? Okay, R4. Lade die Koordinaten ins Terminal hoch. So, wo finden wir das? Ah, hier, brauchen wir R2-D2. Obwohl, das ist R4, nicht R2-D2. So, und jetzt die andere Reihe. Hä? Achso, warte mal. So müssen wir das machen. Laut Dex sollte Kamino genau hier sein, aber da ist nur leerer Raum. Einen Planeten verloren, Meister Obi-Wan hat. Wie peinlich. Da ist einfach nichts. Der Umriss der Gravitation verbleibt. Ha? Sehr gut. Begib dich zum Zentrum der Gravitationskraft und finden deinen Planeten, du wirst. Aber Meister Yoda, wer könnte Informationen aus den Archiven entfernen? Das ist unmöglich, oder? Nur ein Jedi könnte diese Einträge gelöscht haben. Aber wer und warum? Schwer zu beantworten. Meditieren darüber, ich werde. Dann mach das ruhig, Yoda. Ich will mal kurz die Kaminoianer besuchen. Ah, ich muss auf die Galaxiekarte draufgehen, genau. Da, jetzt reisen. Los geht's. So, da sind wir endlich angekommen. Moin. Na? Meister Jedi, ich habe euch erwartet.
willkommen. Das ist doch schön. Nach all diesen Jahren dachten wir schon, ihr würdet vielleicht gar nicht kommen. Ich werde erwartet. Selbstverständlich. Richtet eurem Meister aus, dass sein Auftrag rechtzeitig ausgeführt sein wird. 200.000 Einheiten stehen bereit. Eine weitere Million ist in der Endfertigung. Er wird meine sicher Klone. Stolz sein auf die Armee, die wir für ihn bauen. Die Armee? Ja, eine Klonarmee. Aber ihr könnt es sicher kaum erwarten, die Einheiten zu inspizieren. Mal. Kann ich was mit R2-D2 machen? Als mein Meister, ich sag immer R2-D2, das ist R4. Erteilte, sagte er euch dafür, wen sie war? Selbstverständlich. Meister Seifo-Dias bestellte diese Armee für die Republik. Meister Seifo-Dias? Er wurde doch getötet. Und das schon vor fast 10 Jahren. Es tut mir leid, das zu hören. Mir tut's nicht leid. Kann ich hier mit R4 darauf? Brauchen wir vielleicht noch so einen Stein? So, jetzt. Nein, jetzt kommt er ja nicht rauf. So. Jetzt. Nee. Okay, klappt doch nicht. Diese Laufpassagen, ich finde es eigentlich echt kacke, dass sie hier eingebaut werden. Statt das mit einer schönen Sequenz zu zeigen, gibt es hier immer diese Laufsequenzen. Ich hatte gehofft, dass ihr zufrieden seid. Klone können kreativ denken. Ihr werdet feststellen, dass sie den Droiden immens überlegen sind. Ich bin mir sicher, dass sie nicht über dich sprechen, R4. Das stimmt. Diese Klone, wie alt sind? Oh ja, wir nutzen die Wachstumsbeschleunigung. Sonst würde es ein Menschenleben dauern, bis ein Klon ausgewachsen ist. Ich verstehe. Sie sind absolut gehorsam und führen jeden Befehl aus, ohne ihn in Frage zu stellen. Wir haben ihre Genstruktur modifiziert, damit sie weniger selbstständig sind als ihr Spender. Und wer war ihr Spender? Ein Kopfgeldjäger namens Jango Fett. Ein Kopfgeldjäger? Jango Fett. Ich würde diesen Jango Fett ausgesprochen sehr gerne kennenlernen. Es wäre mir ein Vergnügen, dies zu arrangieren. Abgesehen von seiner beträchtlichen Bezahlung stellte Fett nur eine einzige Forderung. Einen unveränderten Klon für sich selbst. Kurios, nicht wahr? Unverändert? Ein reines genetisches Replikat. Ohne genetische Manipulation zur Steigerung der Gefügigkeit und ohne Wachstumsbeschleunigung. Das war wohl, glaube ich, Boba Fett. Also, das müsste eigentlich so sein. Also, du hast nicht so ganz recht mit deiner Aussage von, ja, sie sind gehorsam, die Klone. Nein, das sind wir nicht so ganz sicher, ob das so stimmt. Aber das werden wir alles in der Geschichte noch erfahren. Also ich hoffe, man erfährt das noch. Das ist Djangos Zimmer. Möchtet ihr ihn treffen? Aber klar doch. Django, willkommen zurück. Dies ist der Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi. Er ist hier, um unsere Arbeit zu begutachten. Eure Klone sind äußerst beeindruckend. Ihr müsst sehr stolz sein. Ha? Wer hat euch für diesen Auftrag angeheuert? Mich rekrutierte ein gewisser Tyrannus. Gefällt euch eure Armee? Ich bin gespannt darauf, sie in Aktion zu erleben. Danke für eure Zeit, Django. Immer schön, einem Jedi zu begegnen. Ich habe den dringenden Verdacht, dass dieser Kopfgeldjäger der Attentäter ist, nach dem wir suchen. Gott, ist das dumm. Ist das dumm. Wenn unser Verdacht korrekt ist, wird er versuchen, schnell von hier fortzukommen. Wir suchen am besten die nächste Landeplattform auf. Nimm Django Fett fest. Ja, ja, ganz ruhig. Alter, Opi muss doch noch laufen. Aua, ich habe Rückenprobleme. Mein Django. Mach mir noch nicht mein Leben schwer. Also, deins ist auch schwer. Komm an Bord, ich kümmere mich darum.
Aktion. Ich habe diesen Kampf noch gar nicht so richtig in Erinnerung gehabt. Ey, Boba, hör auf zu schießen. Dieses kleine, mickrige Kind, Alter. Boba Fett. Hässlichkeitsfett. Tut mir leid, das war einfach ein dummer Witz. Ich verstehe, warum sie ihn klonen wollten. Aua, au! Ja? Der gute Django, der kann auch mit Jedis umgehen. Er darf nicht so einen großen Vorsprung gewinnen. Los! Machtreflexe haben ihren Vorteil, R4. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Folgen wir ihm. Ja, warte doch mal. Boah, der macht ja auch hier Stress, Alter. Oh Gott, okay, das alles in der nächsten Folge dann. Dann verfolgen wir den guten alten Django Fett. Wahrscheinlich geht's dann auch nach. Wie hieß nochmal das. Der Wüstenplaneten, also der andere Wüstenplaneten. Ich hatte ihn kurz im Kopf. Ja, warte mal. Wir laufen noch bis dorthin und dann gucke ich mal nochmal den Namen. Oder vielleicht fällt es mir noch ein. Okay, ja, die Django-Jagd machen wir dann als nächstes Mal. Mir ist der Name jetzt nicht eingefallen, aber egal. Ey, haut rein. Ciao, ciao.